Joho! Und eine Brotel voll rum. Und dann. Ja, dann wollen wir. Umziehen. Ja. Auch. Auf die Platze, fertige Losse. Eieiei. Und platzieren. Harr. 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 Ho, ho, ho. Okay. So, lass uns mal ein Gruppenfoto machen. Hat ja, jemand, gleich noch mal hat jemand reden, die Musik oder? Von Pirates of the Caribbean zufällig am Handy? Nee, leider nicht. Sag mal, das lassen wir mal vorne gleich gemeinsam eben. Wir haben ein Minütchen noch. Ich hab grad ein. Olivia, weiß ich gar nicht, wo sie gerade ist. Wir gehen jetzt einfach nach vorne und gut ist. Brown war gerade hinten im Captain-Raum. Ja, genau, wir stellen uns alle in den Captain-Raum. Ja. Okay. Ja. Aber wir müssen auch alles salutieren. Mac fest aus in der Tür, damit er den Taser auch kriegt. Ich bin nicht ganz sicher. Also das ist auch warum definitiv Mac. Ey, definitiv McFistos Masterplan heute. Ja. Wir sind da. Na, Ben. Hallo. Hallo. Was ist euer Begehr, Wonder Woman? Ich stehe gerade vorm SD und. Bitte wiederholen. Und. Was ist euer Begehr? Wo bist du? Wollt ihr da was machen oder war das nur eine Info? Hallo? Das, naja, wenn das Brown ist, nicht verraten. Also, gefallen, wieso, ich denke, wo bist du? Ja, check, das habe ich nicht mehr bekommen. Tschüss. Da steht der Einsatzleiter im Film, sonst wäre ich nämlich Ich muss. Hallo! Ja, ganz danke. Dringend rein, mal ganz kurz. Ich liebe es! Oh Mann! Was kommt mit 90? Aua, ja. Ich hab Krämpfe, aua. Alles freundlich winken. Das ist normal. Warte. Moment. Das wäre ja super gut gewesen. Ja komm, wir haben jetzt aber Zeit für ein Teamfoto. Genau, nimmt die Treppe ordentlich. Genau, Sheriff Department, top im Hintergrund. Wer macht's? Ach, macht er. Du machst. Am besten einer, der in der Mitte steht, oder? Ja, dann tauschen wir mal. Ja, bitte top. Bitte bei Real News posten, wir sind das neue SC. Gleich die Kanone von Kayo und dann geht's los. Wir bedanken uns für die neue Uniform. Mann, nochmal eins. Zu gut. Ja, Forst, du kannst die Hand auch runternehmen. Top. Perfekt. Ob die wohl wieder rauskommen? Jetzt halten wir mal die Tür zu. Olivia muss auf jeden Fall aufschließen, sonst kommen sie nicht raus. Was Heiner. Zur Hölle? Hallo! Hallo! Habt ihr zu viel Langeweile gehabt? Teambildende Maßnahme! Oh. Ich wollte gerade sagen, es war eine teambildende Maßnahme, ja. Also haben wir uns teammäßig angezogen. Streife Iron Man! So ist die Streife! Yeah! Yeah!
Wir haben überlegt, wir fahren jetzt, fliegen jetzt noch kurz nach Kaya und holen die Kanone. Ich bin gerade überlegen, ob ich die Leitstelle killen soll oder nicht. Die Frage ist eher, warum hat er den gleichen Schaden wie wir? Hatte die auch die Idee, hat nur die Hälfte des Outfits vergessen. Wow. Ich glaube, bei Olivia sieht das ein bisschen komisch aus, wenn die nur den Mantel anhat. Ich hab dir nichts gegen. Ja, auf. Ich hab das gedacht. Den Mantel erkundigt, aber den gibt's leider nicht für Frauen. Sie ja, Brown, haben, ja? Was ist mit dir? Komm. Wie ist denn? Was ist denn? Ich hab den 10.99 an. Oh. Ja, dann umziehen und los geht's, Leute. Ja, würde ich auch sagen. Ja, hin oder nicht hin? 10.99, ja oder nein? Nein, wir gehen da jetzt nicht hin. Ich habe einen Termin gemacht, die kriegen das schon hin. Wir haben genug Streifen noch draußen. Gott. Okay. Ja, jetzt doch nicht? Nee. So, ich zieh mich mal eben um. Ja, ich auch. Oh, Langweiler. Eine Sefer, die ist lustig, eine Sefer, die ist schön. Darf man bei euch mitfahren? Was? Darf man bei euch mitfahren? Nee. Okay. Hello again. Das wäre ich fast in den Mustang. Ich würde euch die Kündigung abholen können. Wahrscheinlich. Schade, kein Highway. Hätte man 240 fahren können. Ja, ja. Ja. Wir hätten alle bei Whitewater so reinlaufen müssen. Ja, gell, ich habe eigentlich auch gedacht, wir lassen es noch eine Weile an. Dachte ich auch, also ich hab's noch an. Also. Wer ist denn eigentlich gerade hier im Auto? Lammerschein! 57. Ja. Na, da bin ich mal gespannt, was du jetzt machst. Ja, ich auch. Vielleicht Paintball. Oh, da wäre ich dabei. Dann sichern wir Piratenoutfit an. Ich auch. Ja, definitiv. Ich wenigstens. Mach ich bei jedem Sultan. Weil er mir nicht hinterherkommt. Die erschrecken. Mich einer ist neulich Richtung Stadt gefahren, ne? Und da habe ich am T-Bot angehalten und ich bin vorher an einem Sultan RS so vorbeigeballert mit 2,45 und dann hat er mich angehalten und meinte so, ey, was hast denn da in deinem Novak drin? Die sagt Nitro. Ja. Der schnellste SUV, ne? Ja. So, dann geht's jetzt. Aber das hört auch dazu auch an, dass wenn du den in trockenem Gras fährst, dass du da Feuer mit anfachen kannst. Jetzt geht's zu Whitewater. Kann ich. Dachte, hört sich so an, als wenn du im trockenen Gras fährst, damit Feuer anfachst. Gibt's teambildende Maßnahme. Also? Pup. Ja, der ballert ein bisschen, weiß auch nicht. Also was ist ein Auspuff Flammen schlagen? Wow, ist ja richtig was los. Sind sie noch nicht da? Müssten sie eigentlich. Doch vor uns losgefahren. Ja, gut.
Ja. Ne? Da, da, da. Ja, gehen wir mal Richtung Eingang, oder? Ho, ho, ho. Wo ist unser Captain jetzt? Die sind doch vor uns los. Die sind immer noch nicht reingekommen? Nö. Nö, sieht nicht so aus. Oh Gott. Tja. Ich höre die Jogola. Da kommen sie. Was erwarten wir jetzt? So sagen, bitte parken Sie hier nicht. Vielleicht wollten hier parken, wo wir gerade stehen. Ja, vielleicht. Aber hier stehen wir doch schon. Ja, hier haben wir mal Platz. Wir haben uns hier geparkt. Hallo, hier ist kein Platz. Keine Platte. Hallo. Ich hab die falschen Klamotten an. Hallo. Wie die falschen Klamotten. Ich hab die weißen, bitte nicht dreckig Klamotten an. Okay, ganz clever, ganz clever. Wir können auch gerade schnell nochmal. Noch einmal Zeit, sobald ich bei 20 Minuten, von daher. Ja, dann komm, Olivia. Ja! Den geht jetzt auch noch schnell schon. Und jetzt weiß ich, wenn du den Schub ist. Nein! 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 Oh Gott, die Arme! Gib mal. Bitte nicht! Einige nicht clevere Aktion gemacht, aber die ist die beste, die ich je gesehen habe. Nein, wir werden da nicht weiter drüber reden. Nicht das ganze Department. Nein, das reicht nicht. Okay, auch, wir gehen jetzt zum Auto und ich fahr vor und du steigst ein, okay? Hast du dir wehgetan? Bitte gehen Sie weiter. Was haben wir denn gesehen? Was haben wir denn gesehen haben? Also ich guck mal, das wird ein. Ui! Olivia? Was? Hast du dir wehgetan? Geht's dir gut? Ja, ich habe mir ein bisschen das Knie aufgestanden. Oh nein. Bist du Hochzeit verheilt? Das habe ich doch eben schon gesagt. Oh Gott, ja, der hätte mich schon. Wann ist denn Hochzeit? Ja, irgendwann mal. Und ja, sie sagte, sie heiratet nicht. Kennst du den? Sie mag nicht heiraten, also. Dauert das wahrscheinlich noch. Nee, den Spruch kenne ich ehrlich sehr nicht. Lange Zeit zum Verheilen. Ich habe ihn auch nicht gekannt. Und die hat mir mal erklärt. Aha. Deswegen habe ich erklärt? Den Spruch, bis zur Hochzeit verheilt. Achso, ja, das war eher so eine Ironie. Ja, komm, wir müssen los, Olivia. Ja, ist mir schon bekannt. Komm. Los. Ja, lass mich doch mal durchatmen hier. Dann sei ein guter Co-Captain und nimm sie Huckepack, die Arme. Ah, klar. Ja, klar. Olivia. Ich bin ganz voll. Ja, ich Bock drauf. Ich wiederhole teambildende Maßnahme. Ja. Hallo. Hallöchen. Ja, ich wollte eine Frage. Ja. Jemanden da oben, den Jugula. Ja. Der muss bitte da weggeparkt werden. Wir brauchen den Platz da frei für die Busse. Dankeschön. Alter, wenn der mit dem Jugula gleich hier runterkommt, wird's ernst. Schnell weg hier. Wenn du gerne hier parken möchtest, du kannst gerne auf der anderen Seite. Da ist kein Problem, aber hier muss leider frei bleiben wegen den Bussen. Super, danke schon. Keine Ahnung. Ach ja. Was für Busse? Oh, ich Ich hab noch eine. Erst warten, bis die Dame eingeführt. Oh Gott, ey. Mann. Also ich hätte ja gedacht, dass Voss sowas macht. Das denkt ja super an. Weißt du, in dem Moment, wo die das macht, sag ich noch, wetten wir, wenn die jetzt darüber rutscht, fliegt sie hinten rüber. Vorsicht, nicht erschrecken. Dankeschön. Oh je. Ach du Scheiße. Oh je. Hat was jemand das für eine Maßnahme? Eine Sightseeing-Tour durch Los Santos. Na ja, gut. Und Pfister direkt wieder am Flirten. Wer hätte es gedacht. Hat ja keiner damit gerechnet, keiner. Oh, kann jemand jemanden in die Leine nehmen? Schreib dir mal eine SMS. Viel Spaß beim Korb kriegen oder so. Moment. Wieso weißt du aus sicherer Quelle, dass sie vergeben ist?
Das weiß jeder, glaube ich. Ich kenne die Frau nicht. Wer ist das? Weiß ich nicht. Achso. Haben die jetzt sogar noch ein Panto? Ein Elefantenrollschuh. Boah, geil, damit der 1043 würde ich ja fühlen, ne? Mit einem Paket drin. Mit Anime-Figur. Die wegzupitten ist echt lustig. Hab ich da Anime gehört? Wo setzt du denn da an? Ey, jetzt mal in alle Runde hier. Ja? Potz, zieh mal dein Hemd aus und dreh dich mal um. Oh ja, Tattoo-Schau, zeig ja, mal. Ja. Oh, bitteschön. Top bei Fu. Ja. Das Licht ist gerade irgendwie scheiße hier. Ja. Das Licht gerade nicht so toll. Nicht die richtige Beleuchtung. Ja, das ist richtig. Aber danke fürs Nackigmachen. Ich würde dich verbessern, ne? Weißt du, dass du auf mich stehst? Okay, ich glaube, ich spring auch gleich mal hinterher. Ja, auch, Katharina, auch bei dir ist das Licht nicht so toll. Ja. Hey Fuchs? Nix. Ich glaube, wir sind alle mal durch, ne? Mann. Das hat er nicht mal von mir, ey. Ich bin so stolz auf ihn. Du bist so schnell groß. Nehmt aber, euch ein Zimmer jetzt mal. Aber weißt du, mit den zwei kannst du nichts anfangen. Ohne Blödsinn. Yeah, du fliegst nach Kaio, ja? In Kaio meint Brown einmal vom Geländer zu springen und eine Runde um die Insel zu schwimmen, ohne uns was zu sagen. Ja, wir reden hier von 20 Metern. Ja, also. Ja, 20, 25 Meter Cliff Diving. Ja, sie hüpft hier über ein Auto und landet unten. Wo ist denn der Korb jetzt eigentlich? Was? Den Korb gegeben. Ich dachte, du hast einen Korb mitgebracht, ja. Nee, hab ich auch gedacht. Ein Früchtekorb oder so. Ach so. Ich hätte nur gefragt, was für eine Truppe wir sind. Ja, und was hast du gesagt? Wir sind die lustigen Piraten. Ja, wohl, ja, als absichtlich Piratenbande. Ich hätte gefragt, ob wir nur Freunde sind oder in einem Unternehmen arbeiten. Da habe ich gesagt, irgendwie beides. Ja, stimmt. Wir arbeiten im Unternehmen, hä? Wir führen ein kleines Familienunternehmen. Ein ganz kleines. Also eigentlich könnten wir unsere Captain mal blamieren, oder? Warum? Anders denkst du? Wir gehen runter an Steg und ziehen uns immer um. Richtig. Fühle ich, bin ich dabei. Wieder. Ich glaube, ich muss sagen, ich habe das Ding nicht für 10 Minuten gekauft, sondern für den ganzen Abend. Ja. Oh, yeah. Imagine, wir sitzen, machen jetzt eine Stadtrundfahrt und sitzen alle mit diesem Piratenkostüm. Ja, hallo, ich bin das Sheriff Department. Ja, aber da muss aber ganz deine Piratenmusik laufen, ne? Hier. Wenn, dann müssen wir sagen, wir sind vom Sheriff Piratenmund. Piratenmund. Alter, jetzt wird's aber. Wir sind doch Sheriff Piraten. Also eigentlich müssen wir mit dem Outfit. Gibt's ja Edirin Hunter? Ja, was ist? Ja. Komm, ja, okay. Lass uns umziehen. Weil das ist genau seine Witze. Okay, los geht's. Na la la. Oh, warte mal. Okay. So. Dann einmal umziehen. Yo, ho, ho, und ne Bolle voll Rum. Die anderen sind zu faul. Wir haben ihre Klamotten schon im Auto. Oh, Mann. Ach, Mann. Ja, ich soll es nur Bescheid sagen. Ja, dann. Dann ist es nicht lustig. Nö. Nee, das ist schon alle. Ja, dann ziehen wir uns halt wieder um. Ich geb doch nicht $350 aus für nix. Solche Spaßbremsen, ey. Ja. Dein Hamster hat Geburtstag. Ach Gott. Hätte ich schon so gemacht, das wirklich. Ihr Spaßbremsen. Ja. Hättet ihr mitgezogen, ihr Spaßbremsen, hätten wir es auch gemacht. Die Sachen sind gerade frisch gekauft. Also ich werde sie nur auf jeden Fall noch öfters tragen. Zum Beispiel beim Segeln oder sowas. Wenn wir Bock haben, müssen wir mal gemeinsam segeln gehen. Ja.
Oder gemeinsam so einen Bus mieten und durch die Gegend. Ja, wir fahren doch jetzt mit dem Bus. Wenigstens ja, bis dorthin richtig. Hätten wir das weißt machen du? Können. Ja, weißt aber du? Ich habe allein, dass ich meine Sachen im Auto reingeschmissen habe, ist das Problem. Ja, dann hol sie raus. Wenigstens Style. Ach so, das Tüchlein um. Ja. So eine unangenehme Stille auf einmal. Und ich würde sagen, wenn sie jetzt 10 Minuten nicht da sind, sollten wir nochmal anrufen. Hier, habt das mitbekommen? Herbst möchte mit der Dame im Anzug reden. Ja, könnte jemand bitte sie beide vorstellen? Reden? Ja, Herbst, komm. Ja. Was? Hol sie mal her, dann wird's richtig unangenehm. Oh, bitte. Ich glaube, ich von Lion Security. Ja, ich weiß. Das wollte doch Krüger machen. Ich kenn sie doch schon, du Affe, Alter. Ich kenn sie auch. Das ist Eva. Eva, ja. Ach, wenn ihr die schon kennt. Ja, dann. Und für was brauchen wir Security? Ja, weiß ich nicht. Bei unserer Truppe kann ich mir da gut vorstellen, dass man doch eine Hilfe braucht. Zur Not eine Stütze für Cooper, damit sie nicht. Ich glaube, die Security ist hier, damit wir denen nichts tun. Ja, achso, ja, das ist eine Möglichkeit. Ja, wir sind ja so aggressiv. Aber ja. Wir sind böse und gemein. Ich wäre heute voll der Renner. Was machen wir heute? Tasertag spielen. Yeah! Tasertag! Oh, darauf hätte ich mal wieder Bock, ey. Okay, wir sind doch aggressiv, Doc. Macht doch Laune. Teambildende Maßnahmen. Tasertag im Stadtpark. Ja, nee. Ja. Klar. Ja. Wer tasert die meisten Zivilisten? Ach, du kannst wieder aufstehen. Nein, mit dem Kopf tasert ne 100 Punkte mehr. Wow. Alle ist noch Boss. Und wenn du einen mit einer orangenen Frisur triffst, gibt's volle Punkte. Dann taser ich dir in die Eier. Nein, ich mein Sweeney. Ach, Sweeney! Ja, ich glaube dann. Das ist der Highscore. Das ist 1000 Punkte Checkpot. Wenn dann auf einmal du so ein Rattern und ein Vibrieren auf der Straße hörst, könnte es er sein, der seinen Panzer fertig gebaut hat. Kommt dann mit dem Panzer in Stadtburg. Du willst spielen, kein Thema. Meinst du, wie schnell der den Panzer fertig gebaut hat? Ja, 3 Sekunden und ist er fertig in dem Stadtpark. Und jetzt ist Krieg! Ein SD hoch. Kein SD mehr da. Panzer dort. Und Sweeney sitzt oben drauf um den Schutthaufen. Hi! So. Ne, bei Sweeney hörst du dann nur seinen berühmten Satz. Und warum? Weil ich's kann. Da kommt der Jugula wieder, oder? Keine Ahnung. Was, den hörst du? Nee, war doch nur Alter. Der Wasserfall. Alter, Respekt. Aber hört die Geräusche. Ich jetzt so 2 Kilometer, jetzt kommt er. Wenn du gleich da unten rufen hörst, hallo, wir sind's, dann weißt du, wo der Jugula wirklich lang kommt. Ja, ja. Ist der Wasserfall runtergepullert. kurz mal einen Raft draus gebaut. Ja. Sitzen beide oben auf dem Dach und winken freundlich. Oh Mann. Beide mit so Paddeln in den Händen so, wo schneller. Find's ja echt toll, wie normal wir sind, ne? Ja. Aber normal wäre ja auch langweilig. Ja, das richtig. Beim SD, Alter. Das normal kann jeder. Was? Was? Super doof. Super doof. Super doof. Super doof. Super doof. Super doof. Das will ich nicht wissen, wie das ist, dann wäre gezogen. Okay. Könnten Sie mal Ihr Hörgerät wieder einstellen, richtig? Tut mir leid, das muss ich von Next ausleihen erst. Der hört schon gar nicht mehr. Hat er gar nicht mehr gehört, ich glaube, sollte ich mal zurückgeben. Oh, ups. Tut mir leid. Puppelstein. Ja. Was ist? Nix, alles gut. Nix ist? Okay. So, irgendwas Interessantes in der Welt heute passiert? Nö. Nee. Gut. Selbst Weasel News geht 2 Wochen in Urlaub. Was? Weasel News geht in Urlaub? Naja, wir haben ein Video auf dem Weg. Ja, wir haben keine Nachrichten, wir sind 2 Wochen weg, trotzdem das Wetter. Tschüss. Ja, die bezahlen ja mittlerweile bis zu $5,000 für irgendeinen Artikel, ne? Okay. Wenn du ihnen irgendwas bringst. Ist halt Sommer doch, ne? Ja. Ja, klar. Viele werden in der Heimat sein.
Ach, Scheiße. Wir bringen die Erfolgsstory des SDs. Stimmt, da war doch heute noch was. Was denn? Was war denn? Das Alter, ich glaube, das Casino macht sich gerade feiern. Ja. Ich glaube, das Casino ist demnächst pleite. Warum? Bei jedem Kauf von Jettens bekommen sie 100 geschenkt. Das heißt, ich 30 mal hin und kaufe mir jedes Mal einen Jetten. Hier Dingsbums, CCS. Mal wieder. Ja, genau. Das sieht doch nach Labonnaire aus. Ja, ja, das ist Labonnaire. Wir haben es vorhin schon mit Susi und so besprochen. Was? CCS? Hallo. Hey. Hallo. Meine Frage. Das wird aber irgendwie dazwischen. Sicher da. Meine Frage, kommt da jetzt von den eingeschnappten Leuten, kommt die wieder? Ja, ja. Die kommen jetzt. Die kommen. Die sind gerade. Die müssen sich nur umziehen. Ah, okay. Dann fangen ihn oder so. So, pass auf, wer hat von euch die AGBs schon, von euch schon die AGBs unterschrieben? Ich. Was? Ich. Ja, die gehen jetzt alle mal trotzdem ein Stück unter dahinter. Wann ist noch die Frage, ne? Ja. Sind die AGBs immer noch die gleichen wie vor, anderthalb Jahren? Nein. Nee. Okay, dann. Okay, nochmal anders. Wer hat die AGBs dieses Jahr schon unterschrieben? Jo, ich bin weg. Hallo. 16.04. letzter genau. Stand. Genau. Dann geht mal, rüber auf die Seite. Wie cool, Leute, tschüss. So. Was dafür, dass du nicht cool bist, Noah? Tut mir leid, dass du irgendwelche Klippen runterspringst. Ja, so. Danke, tut mir auch leid. Ja, dann gib mal her das Ding. So, mache ich auch. Dann machen wir das jetzt ganz einfach. Ordentlich warte. Wir teilen jetzt die Gruppe auf. Die Hälfte geht mit der Dame hier, mit dem schwarzen Anzug weg. Und die anderen bleiben bei mir stehen. Vorsicht, ja. Die hat Rasierklingen, also seid vorsichtig. Sei still. So. Also, dann fangen wir mal mit dem ersten von euch beiden an. Da bräuchte ich die E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse? Ja, Alexa. Ja, lex.lauerstein@mail.ls. Lex mit X. Mhm. So, dann müsstet ihr unten einmal eben Vor- und Nachname, Telefonnummer und all das eintragen und unterschreiben. So, die erste E-Mail ist raus. Dann darf der nächste. Ja. Achso, mach du das mal. N-O-I-R at mail und so weiter. Nur Noah? Ja. Okay. Die E-Mail ist auch raus. Und der letzte. Jo, simon.voss@mail.ls. Voss mit V-O-S-S. V-O-S-S. Dürft euch die gerne einfach auch durchlesen. Möchte einer von euch noch zu mir kommen, weil ich habe die zwei schon fertig. Schon fertig? Ja. Okay, wir sind auch durch. Ja, ich bin auch schon fertig. Ach, du bist auch schon fertig. Ach, du bist ja... Wow. Ah. Sag doch, Rasierklingen. So, und sonst war einfach nur Unterschrift plus... Die Sachen unten eintragen. Name, Nachname, Telefonnummer. Gut, die E-Mail, ja... Ja. Und unterschreiben, genau. Kann mir jemand meine Telefonnummer sagen? Kannst du mir die auch gleich sagen? Ja, wenn du anfängst. Okay, ich fange an. Ja. 555. Ja. 23. Ja. 30. Ja. 23. Okay. So, du hast. Du. Bist du soweit? Ja. 81? Ja. 5883. 5883, oh Gott. Mhm. Was brauchst du auch? Warte.
Was, hä? Wie zieh ich hier nochmal eine E-Mail rum? Ey, klick auf Antworten. Nein. So, ja. Hm. Ja. 568170. Jo. Sie sollten soeben eine Antwort von mir erhalten, ne? Ja, von mir auch. Ja, nein, vielleicht kreuzen sie an. Der war schon kreuz. Ach, scheiße! Hättest du nicht vorher sagen können? Hätte ich einen dummen Gag noch reinbauen können. Oh. Ja, hallo. Lex hab ich, Noah hab ich. Ja, einen Moment nochmal. Ja, ja. Na, warte. Herbst, wo hab ich den? Ach, ne. Na, Forst, ne, der Herbst. Entschuldigung. 5, Alter. 6, 7-0. Okay. Nimm mal die 9, die vergesse ich hier so schnell. Ja. Warte mal, fast ist länger da als jetzt, ne? Ja, glaube ich schon. Wäre umgekehrt also besser gewesen. Hm. Warum? Hm? Warum? Warum? Auf Senden? Also im Fingervertrag wollte ich, okay. Wenn fertig, dann senden. Jo, hab ich. Und da ist immer der alte Mann und Technik, gell? Ja, ja. So. Die E-Mails sind alle da? Ui. Schön. Habt ihr es euch auch brav durchgelesen? Genau, wollte gerade sagen, ups, schön. Kontrolliere auch, ob da... Ja, klar, mach ich. Mach ich. Bin ich dabei. Ich bin sofort wieder da, ich muss mal kurz auf Toilette. Was ist? Erzähl ich dir nachher. Okay. Gags sind... So, wenn ihr fertig seid, könnt ihr wieder zu euren Leuten gehen. Dies ist kein Parkplatz! Du bist ein Einer. Hä? Was? Wen sucht ihr? Oh mein. Ja, nicht hier, auf jeden Fall ist es kein Parkplatz. Ihr parkt jetzt wieder. Hallo. Ja, hat was auf jeden Fall. Ich hab jetzt eher mit Pass nicht zu dir gerechnet. Ja, und jeder hat so seinen eigenen Touch noch, ne? Worum geht's? Ja. Mein Rucksack. Wenn er dir gefällt, ist doch der wichtigste, oder nicht? Stylisch. Ja, sprich dich aus. Wenn ich jetzt mit einem Herzchenrucksack angekommen wäre, hättest du das gleiche gesagt? Es kommt drauf an, was für ein Herzchenrucksack. Was hast du denn gesagt? Oh, okay, dann hätte ich, glaube ich, echt gesagt, das wäre nicht dein Ding. Gott sei Dank. Ja, alle in eine Runde. Kommen wir. Deswegen bin ich froh, dass du die Luftfarbe genommen hast. Lass das Keks spielen. Dem Rucksack. Ja, Keks, geil. So, bitte lass Prospekte in der Tasche. Lest sich das alle durch, das sind die Spielregeln. Prospekte? Ah ja, warte, einen Moment. Die Spielanleitung. Schneller. So, also, viel Spaß. Seite 1 fängt alles an, das ist aber logisch, denke ich. Ihr lest die Zeitung auch nicht von hinten. Lass mich hier raus, ich will nicht das Keks sein. Ja, erst will er Keks sein, dann nicht, ey. Entscheiden wir euch schon. Wenn ihr Fragen habt, fragt jemand anderes. Okay. Ich schieb die Frau hier einfach zum Keks. Das ist sehr unruhig. Meine Lebensretterin habe ich einfach mal so als Keks gemacht. Lebensretterin? Ja. Okay. Hab mich mal bei einem schweren Motorradfall, hat sie mich mal aufgehoben. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich komme hier nicht unverletzt raus. Doch, du kannst zuhauen, ich hau dich zurück. Ach nee, du darfst nicht bisher. Oh. Es tut mir aber leid. Irgendwie bin ich heute die Lachnummer für jeden, ich weiß auch nicht warum. Wieso denn jetzt die Lachnummer? Hier lacht doch keiner über dich. Oh, okay. Wow, jetzt hätten wir sowas machen dürfen. Bam,
bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Da liegt tatsächlich brav diese Spielanleitung durch. Ja, klar. Ja. Als Kollege Systemiker braucht man ein bisschen länger. Richtig. Warum bin ich jetzt nicht eigentlich in der Mitte? Was ist denn hier los? Hab ich doch gerade gesagt, dass ich die Mitte schiebe. Hab ich nicht mitbekommen. Fand ich jetzt nicht so nett. Ne? Ne. Okay, bin fertig. Ich dachte, ich schieb meine Lebensretterin mal in die Mitte. Ach so, ja, Lebensretterin habe ich gehört. Den Rest nicht. Bam, 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 bam. Ich komme auch mit. Ich glaube, ich habe euch mal die Farben für heute gewählt. Wenn ich jetzt auch noch mitkomme, ist langsam zu viel. Warum? Okay, dann komme ich mit. Dann ziehe ich mich um. Beobachten. Kirsten, wir hatten heute eine Freundin in der Polizeikontrolle. Ja, hab ich gehört im Funk. Mhm. Und? War voll die böse. Voll die böse Raserin. Die wollten ja, ein Stück vom Brownie haben. Der war jetzt hart. Vom Hot Brownie? Na, wen? Du mich? Oh. Boah. Bitte nicht. Ach ja. Nein, wir haben hier einen Brownie gebracht. Ja, ja, ja. Vom Pipeline? Was? Nee. Nee, vom Teapot. Ja, Apple Pie gab's auch nicht mehr. Woran das so liegt? Jo. Ist du nicht warm in diesen langen Klamotten? Ja. Vor allem in Schwarz, ich glaube, ich würde sterben. Schwarz, beste Farbe. Das heißt, wir dürfen den Mörder ins Wasser schubsen? Ach scheiße, da oben ist ja kein Wasser, fuck. Klippe runter. Jo, bin fertig. Jo. Ich habe jetzt noch alles durchgelesen. Jo. Ich glaube, ich habe die falsche Farbe für heute gewählt. Warum? Weiß Rose ist schlecht. Ist es gleich im Dunkeln zu sehen. Ab Herbst ist da auch nicht besser drin mit seinem Leuchte-T-Shirt. Herbst, Herbst und Frost sind da beide nicht besser dran. Ja, stimmt. Wir tarnen uns. Gegenseitig. Siehst du? Genau aus diesem Grund. Setz mich einfach in irgendeinen Busch. Was geht schon? Hat das jetzt jeder gelesen? Ich bin noch schon, ne? Gelesen, ja. Ja. Unser Röschen ist noch dran. Einfach, ihr müsst nur wegrennen. Okay. Und den Dinge suchen. Und den Fahrradschiff. Warum sagst du es mir nicht gleich? Dann hätte ich mir die ganze Scheiße nicht durchlesen müssen, oder was? Okay, ich erkläre das jetzt für dich, ja? Okay, also, danke. Wir fahren zu einer Location. Wir alle arbeiten zusammen gegen den Mörder. Der Mörder läuft uns hinterher und will uns mördern. Wir müssen dort wo wir auch immer hinfahren, müssen wir nach Taschen suchen. In den Taschen sind Gegenstände, die wir brauchen. Wir nehmen den Taschen mit den Gegenständen, bringen die zu dem Auto, mit dem wir hergefahren sind. Legen die Taschen auf das Auto. Nicht innen, nicht bei, nicht um, auf das Auto. Wenn wir eine Taschenlampe finden, können wir die benutzen zur Selbstverteidigung. Damit können wir den Killer blenden für ein paar Sekunden. Dann hört er auf, dich zu jagen. Wir können die aber nur einmal benutzen. Alle anderen Gegenstände werden zum Auto gebracht und dann benutzt, um das Auto fahrtüchtig zu machen. Aber wir haben einen Fahrer dabei. Wir müssen den Fahrer beschützen und immer mitnehmen, weil der Fahrer von dem Killer auch getötet werden kann. Du musst dem Fahrer immer sagen, dass er mitkommen soll oder was auch immer, was er tun soll, musst du ihm immer alles sagen, sonst macht er nämlich nichts und steht rum und wird vom Killer getötet. Wenn du vom Killer erwischt wurdest, musst du ins Gefängnis. Im Gefängnis kommst du erst wieder raus, wenn ein anderer Spieler dir die Tür sozusagen aufmacht. Dann kannst du wieder raus, aber musst du ein bisschen humpeln, weil du sozusagen verletzt bist. Das gilt auch für den Fahrer.
Wurdest du nochmal getötet von dem Killer, bist du tot. Ist der Fahrer tot, ist das Spiel vorbei. Okay. Super, warum habe ich mich durchgelesen? Also super erklärt. Ich bin hier ausgestiegen. Nee, ich hab aufmerksam zugehört, ja. Ich wollte es ja raffen. Gut, hat es jetzt wieder gerafft? Okay. Ja. Ja, ich hoffe auf jeden Fall. Geil, dann können wir jetzt los. Let's go. Ja, wir brauchen trinken. Vielleicht noch, wisst ihr, was ihr sammeln müsst? Taschen. Nö. Nee, Teile. Eine bestimmte Anzahl. Okay. Wäre doof, wenn ihr schon alles habt und trotzdem weitersucht. Mich irritiert die Tasche da. Wie viele Teile? 10 Stück. 10, okay. Wollt ihr euch noch aufschreiben, was ihr finden müsst? Irgendwie auf dem Arm oder so? Weil, ihr müsst im Endeffekt, wird das Autospiel, sagt ihr, fahrt ja mit dem Tourbus. Das heißt, ihr werdet bitte eine Tasche oben aufs Dach packen. Ja. Da werdet ihr alle Teile reinpacken. Wenn ihr der Meinung seid, ihr habt alles, sagt ihr den Fahrer Bescheid, er guckt nach, ob alles richtig ist, und sollte alles richtig sein, dann könnt ihr losfahren. Aber bitte sammelt die Taschen, wenn ihr welche findet, genau, auch mit ein, weil also sonst liegen schön nicht einsammeln. Genau, ansonsten müssen wir immer die Taschen erst sammeln. Und wie gesagt, packt bitte nicht mehrere Taschen irgendwie um den Tourbus oder sonst was. Eine Tasche bitte oben drauf, wo ihr die Sachen reinpackt. Dann ist es einfacher für den Fahrer halt. Okay. Genau, okay. Und ihr müsst im Endeffekt 3 Reifenteile finden, eine Batterie, langsam, eine Brech... 3 Reifen... Ihr seid Polizisten, ihr müsst da schnell schreiben. Eine Batterie... Ja. Wir können schnell also schießen, aber nicht schnell schreiben. Reifenteile... Ja. Eine Batterie... Ja. Eine Brechstange... Ja. Ein Stück Alteisen... Ja. 3 alte Blechstücke... Ja. Und ein Fahrerschlüssel. Also sagst du dir das jetzt schon, ja? Da muss ich das nicht näher machen. Ja, richtig. Okay. Dann brauchst du nur kontrollieren, ob die das alles haben halt. Mhm. Weil ich gesagt habe, die sollen eine Tasche oben aufs Dach packen für dich. Okay. Dann ist es einfacher. Ja, das wär's im Endeffekt. Okay, let's go. Okay. Cool. Dann nehme ich, glaube ich, den zweiten Teil mit, oder? Könnt ihr euch schon mal überlegen, ob ihr euch einen Plan zurechtlegen wollt? Wollen wir mit 2 fahren, ja? Das sind 10 Leute. Welche Aufgabe es passen 9 rein im Bus. So? Achso, ja, gut, okay. Vielleicht dann vor Ort klären können. Also, das heißt nochmal kurz: Sobald wir dort sind, geht's los, richtig? Richtig. Sobald ihr einsteigt, geht's los. Wollte ich gerade sagen, es geht gleich los schon. Ah, okay. Deswegen sollten wir das jetzt machen. Vielleicht. Wer ist denn der Mörder? Ja, keine Ahnung. Es gibt verschiedene Mörder. Also wir sind nicht, würde ich sagen. Also es ist einer von Whitewater, ja? Ja, ja. Okay. Weiß ich nicht, kann auch sein, dass es ein echter ist. Hat der auch wieder Musik an? Ja. Ja, jetzt mal die Regeln durchgelesen. Was ja, richtig. Du kennst du nicht das Spiel Cluedo, wo du den Mörder rausfinden musst? Ja, oh, das jeder Mörder auch hat irgendwie seine eigene Musik. Mhm. Ja. Seid ihr bereit? Ja, das, dann habe ich alles. So, wer beschützt den doch Fahrer? Mehr Leute also sind, der Fahrer dann ziehe ich mich mal auch kurz um. Fertig. Mhm. Eine Taschenlampe liegt da auch irgendwo, oder? Zu finden. Ja, vielleicht, ja. Mal gucken. Stand das in der Legende. Ja, also wenn ihr fertig seid, dann ja, auf, oder? Ja, let's go. Okay. So. Okay. Und fahren! So, irgendeiner muss bei mir im Dachzelt fahren. Leute, wir sollten uns vorher vielleicht mal absprechen, bevor wir jetzt einfach losfahren. Wie absprechen? Ich habe keine Zeit. Ich werde dafür nicht bezahlt. Also zack, zack, jetzt. Ich bin hier. So, wer passt auf den Fahrer auf? Dann passe ich auf. Perfekt. Die anderen suchen dann die Gegenstände und bringen das zum Bus oder wie? Oder? Richtig. Ja. Nochmal dran denken. Bus eine Tasche rauf. Das mit dem Aufpassen, da sollten wir uns schon abwechseln, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, je nachdem. Nochmal drüber nachdenken, der Killer kann nicht über irgendwelche Sachen drüber springen. Das heißt, wenn wir irgendwo hochklettern, drüber springen, können wir dem auch und am besten laut reden, damit jeder weiß, wo der eventuell rumtourt. Wenn du den Plan hast, dann beschützt du den Fahrer. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Let's go. Herbst hat doch schon gesagt, er beschützt den Fahrer. Ja, und ich habe gesagt, du beschützt den Fahrer. So, die Leute, die übrig bleiben, die kriegen die billigen Plätze, die fahren bei mir mit. Ich muss hier rein. Lass mich rein. Wir würden da mit einem Rebler fahren.
Ich ein Platz ist noch frei. Vergessen willst du Englisch? Es können auch gerne drei Leute bei mir mitfahren. Ich meine ja nur, vielleicht ja, McFister könnte sich mal anders hinsetzen. Er sitzt auf meinem Kopf. ja. Sehr kompetente Aussage. Ja gut, der Rest kommt jetzt mit mir mit. Okay, ja, tschüss. Blau, den hast du gerade nur rausgeworfen. Tschüss, mach's gut, mein Christoph. Du hast mich ja so nicht so dringend da hinsetzen wolltest. Hättest du einfach fragen können. Gut, ja, schön, dass jetzt wieder da ist. Oh nein, schon wieder so eine Gruppe. Ich wach auf und dann, ich werd munter, Sonne scheint runter. Jetzt hab ich endlich einen Grund, um aufzustehen und rauszugehen. Schwimmen, grinchen, Freunde zu sehen, auf meinem Mund wie auf anderen. Und damit wird mir das Video wieder weggeclaimt. So I jump in my ride. We gotta roll, so jump on a bus. We got soul, 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 soul. Hey yo, don't be in a rush, it's not cold. I'll tell you what we're gonna do. We're gonna shake and break, stretch and bake, dip and dive. This is the biggest, baddest party of life. Vamos a la playa este fin de semana. Pasarla con mis homies. Que les gusta la carne asada. Tangas, arena, sol y palmeras. Eso es lo sabroso. Más que mi hierba buena. We gotta roll, so jump on a bus. We got soul. Hey yo, don't be in a rush. It's not cold. Der Partyboss geht um. Sliding and diving and riding and driving to party. Waiting and smiling and dating and styling for party. Bananananke. Ja, sing it up. Everybody jump, jump up to the roof. Feeling energy, how the sound and groove. Forget about the pain and the leg just move. Music is healing, that's when we prove. Give me your hand and then you can't comprehend. The music is only needed, the music's only send out for you and for you and for the rest of your crew. Be the party animal, we gotta roll. So jump on a bus, we got soul. Hey yo, don't be in a rush, it's not cold. Go make yourself nice. One more time, y'all. Vroom, vroom, der Partyboss geht rum. Enjoy, 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 enjoy. It is time to enjoy. Invite everybody. We gonna call everybody. Take a bus and done me gone rain. Down to the beach party. Move out to the street. Watch out who we meet. From the next door with the sweetest body. I tell her to come over to the beach, cause I chill down there with army homies. Peace and shine, I know something with the feet. Ease out and I just break free. Der Partybus geht rum. We gotta roll, so jump on a bus. We got soul. Hey yo, don't be in a rush. It's not cold. Go make yourself nice. One more time, y'all. Rum, rum. Der Partybus geht rum. Ach ja, schön vorbei. Jetzt kann man sich unterhalten. Das ist schön. Ach, ihr habt doch was. Soziale Konversation. Was ist das denn? Pfui. Ach, hier oben ist es ein Kunststück frei. Das können wir uns gleich mal angucken. Was ist ein Kunststück? Kunststück, ja. Kunststück? Was ist ein Kunststück? Ein Kunststück? Wer, das habe ich nicht gesagt. Hui. Ja, ja. Im Gegenverkehr. Wenn die Leute einfach zu dick sind. Oh, kann der hinten mal nicht so drängen, wenn ich eine Vollbremsung mache?
Nicht drängeln! Mann! Dann überhol, du Arsch! Hör auf zu schubsen, wir haben Joghurt im Rucksack! Ach ja, wir gucken uns das mal an. Sieht aus, als hätte dir alles viel Geld. Habe ich dann den Joghurt für euch alle dabei, oder was? Ach so, den ganzen Eimer voller Joghurt. Der Alibi-Joghurt. Ja, ja, ja. Und der Bus überhaupt hoch? Ich glaube, du musst schieben gehen. Wow. Oh. Nicht da, so. Ja, das ist, wenn man zu viel gefuttert hat. Ich glaube, ich muss den Alibi-Joghurt über Bord werfen, der ist zu schwer. Nicht den Joghurt, alles, aber nicht den Joghurt. Okay, dann brauchen wir den Freiwilligen, der aussteigt. Ist deine Chance. Los. Ey, was? Schmeiß Forst raus. Da doch nächstes Mal die andere. Wir können auch abstimmen. Warte mal, bin ich falsche Strecke gefahren? Ja. Ja. Was? Ja. Link, wo hätte ich links, links, links. Wo hätte ich lang gemusst? Jetzt links erstmal. Ich weiß nicht, ob das Ding das hier schafft. Jetzt nur noch geradeaus. Scheiße, wir müssen echt schieben. Oh mein nicht Gott. Nicht so oh viel! Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, ich laufe gleich lieber. Ich hab's mir auch gerade gedacht. Steck freiwillig aus. Guck mal, da vorne ist eine normale Straße, aber nein, du kapierst es nicht. Jedes Mal. Ja, ich hab die Brille nicht auf. Ja, hallo! Lern fahren. Hallo! Ey, was seid ihr denn für Vögel? Ich hab gehört, dass das Grundstück kann man kaufen. Ja, das jetzt fahr! Ich. Ja, und. Dürfen wir reinfahren? Wir würden uns das gerne mal angucken. Ja, fahrt einfach mal hier vorne hoch und dann könnt ihr gleich einfach mal hier, dann zeige ich euch mal ein bisschen, vorne, was hier so los ist. Ja, vorne, ich habe keine Brille auf. Ich bin einfach gerade auf die falsche Straße. Ja, einfach okay, gerade okay. Das sieht aus wie ihr Jungs. Wenn das ja, der sieht auch so aus. Der hat ja geile Klamotten an. Die kann ich irgendwo her, glaub ich. Auch die Klamotten? Ja. Ich zieh mich eben nochmal um. Zieht euch mal bitte um, das irritiert ihr bestimmt. Ja, können wir machen. Los, ich guck auch nicht hin. Ich hab mir die Augen zu. Packen wir einfach hier. Los. Sind ja noch mehr Leute. Ja. Oh, die wollen uns bestimmt das Grundstück wegnehmen. Was machst du? Also der komische Pirat da vorne, der war schon ein bisschen creepy, muss ich sagen. Also ich bin der Meinung, okay, das da kann ruhig da hinten bleiben, ganz weit weg von mir. Ich muss mal so, los. Ich mein ja, also ich hab wir haben mehr. Gehört, dass man das hier euch. Kaufen kann. Und jo, was, ciao. Also ich halte davon was Gutes. Ja, jetzt wollen wir das hier angucken, oder was wollen ja, ja, wir wollen uns das angucken. Vielleicht können wir das ja kaufen. Ja, okay. Ja, wir wollen vielleicht ein bisschen zeigen, oder? So für die Touristen ein bisschen was hier aufmachen. Ja, sind die schüchtern, oder? Ja, hallo, die so gucken. Hierher kommen, aber zackig. Guck mal, die sehen doch aus, als hätten sie alle richtig viel Geld, oder? Mal gucken, was wir hier haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, okay. Ja, okay. Na gut, dann kommt mal mit. Ich zeige euch mal ein bisschen hier so das Arenal hier. Kommt mal mit hier. Also wie ihr seht, haben wir ein paar Gebäude hier rumfliegen. Da könnt ihr als Wohnhäuser benutzen, so wie die hinter euch. Oder hier auch die Scheune, ja, keine Ahnung, was ihr da machen könnt.
alles, was ihr so sehen könnt hier auf dem Grundstück, das gehört alles dazu. Sämtliche Gebäude, die Türme, hier unser Windrad hier. Könnt ihr auch wissen, wo aus welcher Richtung der Wind kommt. Das ist ganz praktisch. Ihr wird nicht geflüstert. So, ist klar, hier ist natürlich Ende, ne? Da hinten ist auch nochmal ein Eingang. Gehört alles noch dazu. Hier unser schönes Windrad. Wenn ihr Frage habt, faltet sie bei euch. So, folgt mir mal. Funktioniert das Windrad überhaupt noch? Das ist auf jeden Fall erst noch vor eurer Zeit. Funktioniert alles noch. Vielleicht muss man hier und da noch ein bisschen Hand anlegen. Woher wollen Sie das dann wissen? Sie wissen noch gar nicht, wie alt wir sind. Naja, ihr seid auf jeden Fall noch keine 100, oder? Gut, das stimmt. Ja, also. So, ich hoffe, ihr könnt ein bisschen mit Hammer schwingen. Wie gesagt, hier und da mal einen Nagel reinschlagen. Das sollte wohl drin sein, oder? Und die Kisten hier, keine Ahnung, die wurden irgendwann mal alle geliefert. Ich weiß nicht, was drin ist. Das könnt ihr alle behalten, den Scheiß hier. Hab ich gar nicht so viel Platz zu Hause. Geil, vielleicht da ist ein bisschen Koks drin. So, wenn ihr hier Party machen wollt, ihr habt noch so ein paar Ausgucktürme, da könnt ihr ein bisschen ausgucken. So. Ein paar Schießübungen. Hier oben haben wir noch Wassertank, wenn ihr mal duschen wollt. Frischwasser, wird frei geliefert, hier oben vom Himmel. Kostet nix. Container sollte noch mal abgeholt werden, aber wenn ihr behalten wollt, könnt ihr auch behalten. Aber ihr habt doch noch ein bisschen Fläche, ihr könnt doch bauen oder ich weiß nicht, was ihr so machen wollt, was ihr treiben wollt. Was sind hier für Müll drin, ne? Kommt von nichts Illegales. Ach, hier und da noch ein bisschen. Und wenn, würde ich es nie zugeben. So, vor das Tor könnt ihr schließen, habt ihr eure Ruhe. Wie gesagt, habt ihr hier zwei Ausguck, könnt ihr ausgucken. Hinten habt ihr noch ein paar Wassertürme, die gehört natürlich auch dazu. Auch Freiwasser hier von da oben, man kennt's. Komm mal mit, ich zeige euch mal die Baracken hier. Betten sind da keine drin. Aber ich denke mal, ist ja für euch kein Problem, oder? Also, was ist da nicht drin? Schon mal nicht da hochklettern. Keine Betten. Ich habe da runterzufallen. Okay. Also, wir haben ja auch nicht geschlafen, ne? Es ist, Na gut, Hauptsache voll im Kamin brennt. Ich hoffe, ihr habt nicht zwei linke Hände. Wie gesagt, ihr müsst ein bisschen voll gewuchert die letzten Tage. Wochen, hat viel geregnet, ist viel gekommen, hier müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen kälterisch tätig werden. Komm mal mit hier hinten, dann geht's auch weiter. So, das sind hier so quasi, hier könnt ihr die Wohnhäuser ausbauen, wie ihr seht. Ist natürlich kalt bei 30 Grad, da machen wir mal einen Ofen an. Kein Problem. Also ich glaube, wir können das alles wegreißen, dann machen wir einfach ein komplettes Resort hier raus. So, ihr seht ja hier hinten die ganzen Berge, da die Treppe, da oben, da bleibt ihr von fern, da habt ihr nichts zu verloren, habt das verstanden. Und das da oben? Da, das ist nichts für euch, da habt ihr nichts zu suchen, da gibt's nichts zu finden, gibt es Stress. Aber neugierig. Opferkammer. Da so, komm mit, hier vorne sind auch noch ein paar Häuschen. Oh, es geht hier doch rundherum quasi. Wie heißen sie eigentlich? Das geht nicht gar nichts an Stalle. Oh, pass mal auf, doch, da hinten. Das müssen wir doch wissen, wenn wir das kaufen. Ja, sie ist halt auf dem Vertrag. Da hinten ist auch so ein Zaun da hinten, ist klar, ne? Damit die Viecher hier nicht rumgehen. Manchmal laufen hier so ein paar Viechers rum hier, so Berglöwen und so. Ja, dann habt ihr ein bisschen Schutz davor. Macht einfach davor die Schotten dicht und alles und dann habt ihr ihre Ruhe. Ja, wollen wir mal gucken, hier hinten ist noch so ein Wassertank. Die kennt das Spiel, hab schon zweimal gesagt. Aber wenn ihr hier hinten ein bisschen Handwerkes geschickt habt, da ist noch so ein Holzanhänger. Vielleicht könnt ihr da wieder ein bisschen fit kriegen. Ich habe keine Zeit dafür. So, da seht ihr den Zaun. Ja, seid ihr schön abgeschottet. Dahinter ist auch so ein Wanderweg. Ab und zu mal laufen da ein paar Leute lang zum langen Wandern, aber die könnt ihr einfach wegscheuchen. Kein Problem. Kein Problem. So, geht das hier lang. Nee, dass ihr noch in die Bärenfalle reinlauft. Gibt es hier Bären? Oh, bestimmt. Hey, was ist das denn? Hallo, was bist du denn für ein Ding? Oh, na klar. Ey, Pumuckl. Ey! Was ist das für eine Musik? Was machst du hier? Hallo? Ach, sag mal, du armes Ding doch. Was ist denn mit dir nicht richtig? Was hast du denn hier zu suchen? Was hast du denn? Oh mein Gott, Pumuckl ist tot.
Da hinten rennt sie. Ich habe einen Reifenteil, aber ich kann die Tasche hier nicht aufheben. Hier im Gebüsch ist eine Tasche, aber ich kann die nicht aufheben. Warum nicht? Weiß ich nicht. Okay, warte mal. Komm ich denn hier nochmal runter, diese Kacke hier? Wo ist denn die Uschi? Da hinten steht's. Kommt mal mit, ich weiß, wo noch zwei Taschen sind. Wo denn? Wo? Hier unten rechts unterm Haus. Unterm Haus? Jungs, was mache ich mit der Tasche? Mit einer leeren. Leg sie irgendwo ans Auto. Okay. Wir müssen dann auch mal gucken, wo. Hierher und dann sowas. Wo ist denn die? Ja. Die kommt, Achtung! Die rennt da oben. Die rennt oben. Taschen. Jetzt Pearson. Sie kommt. Komm raus. Auch drin, ne? Oder? Ja. Ne, das ist eine Taschenlampe im Rucksack oben, ja? Achtung! Oh. Wo ist sie? Scheiße.
Die hat schon wieder Pearson. Der Pearson gut? Die ist gerade oben am Gefängnis, die hat Pearson zum zweiten Mal jetzt. Wie das? Ey, jetzt sollte ich mich auf die Dächer gucken. Wo müssen wir gucken? Auf die Dächer. Auf den Dächern stehen ganz viele. Weggerutscht. Alles auf gut, den Junge. Dächern? Alter, erschreck mich nicht so. Wäre schon wieder Musik irgendwo. Sie kommt! Wo ist die? Keine Ahnung. Ich guck gerade. Also hier oben kann sie uns nichts antun. Die kommt nicht hier hoch. Aber ich suche noch. Hast du noch eine leere Tasche oder eine volle Tasche? Eine leere. Ja, die legen wir ja neben. Wir haben Leute im Lager, ne? Im Gefängnis. Was? Okay. Wir haben Leute im Achtung. Gefängnis, müssen wir rausholen. Und sie hat Foss. Schon da vorne ist sie. Okay. Frage. Wie viele Sachen haben wir beim Auto? Ich weiß nicht. Also, ich weiß es nicht. Wir müssen mal gucken. Noch ein Eisen dazu gelegt. Also, pass auf, ihr holt die Leute raus, ich renne jetzt hin und versuche die zu cachen, dass die mir hinterher rennen. Neun. Eine Sache fehlt noch. Wer ist noch drin von uns? Sie stand eben noch am Wassertank. Ihr habt alles schon?
Naja, eine Sache fehlt noch. Ich höre sie, ich höre sie. Sie kommt. Ja, nicht alle. Was fehlt? Wo ist sie denn? Da vorne steht sie, nicht weiter, nicht weiter, da vorne steht sie. Sie steht direkt da vorne hinterm Busch. Das am besten. Ah, sie rennt, sie rennt, sie rennt, sie rennt. Nee, noch nicht. Scheiße, bin ich der voll in die Arme gerannt, alter Vater. Tot oder verletzt? Verletzt. Ist er noch ja. Achso, okay. Cooper! Vielen Dank. Hi, na? Hi. Hi. Ich komme im Club der Toten. Ja, ich bin nur verletzt, du auch? Ja, Tote müssen sich hinsetzen. Ja. Yep. Scheiße, Mann. Fehlt, glaube ich, bloß noch ein Teil, dann können wir abhauen. Ich hab für Taschenbuch aber nichts gefunden, ey, uncool. Ich hab nur ein Blechstück. Achtung! Ich hab gar nichts gefunden. Libby kommt. Ja, Libby holt schon's raus! Alle tot? Nee, wir sind nur verletzt. Lauerstein. Wir sind verletzt. Auf! Brown! Nee, Oh. Sie kommt, sie kommt, sie kommt! Und andere Richtung! Nein! Ach Mann, bist du gemein. Dankeschön. Ach, fuck. Plötzlich stand sie hinter mir. Bin Cooper hinterher gekrochen. Und dann stand sie hinter mir. Sit down, please. I'm sitting down, please. Sind alle schon zweimal gefangen worden? Ja. Ach du Scheiße.
Mann, ihr macht das richtig gut. Holt mich hier raus! Ich glaube, wir haben die Tasche schon voll. Wir haben da, glaube ich, 9 Sachen drin. Aber 10 brauchen wir. Ja, und die Taschenlampe hat Fuchs. Das ist das 10. Nee, die Taschenlampe ist nur ein Gucci. Genau, wir brauchen 3 Teile, eine Batterie, eine Brechstange, ein Alteisen, 3 Blechstücke und einen Fahrerschlüssel. Ja. Schlüssel liegt drin. Ja, den habe ich als erstes gefunden. Ich hatte ein Reifenteil gefunden und sonst irgendwie nur leere Taschen. Wir bräuchten mal einen Spielstopp, da sind ein paar Leute Herbste vom Turm gefallen und der Mörder ist auch unsanft aufgekommen. Herbst ist vom Turm gefallen und Mörder ist von der Mauer gefallen. Ach, Scheiße. Ja, da hinten. Herbst, brauchst du jemanden? Bei unserem Mörder ist das normal, die ist das gewohnt, die hat Knochen aus Beton. Alles gut. Ich würde mich mal ganz kurz dabei. Ja, das ist nicht so gut. Ja, komm. Auf, komm. Ich habe nur nicht damit gerechnet, dass es da von Kursativ runtergeht. Ich bin auch unsanft vom Dach gefallen. Wer geht's dem anderen? Ja, das war euer Killer. Nee, ich bin auch unsanft vom Dach gefallen. Warum macht ihr sowas? Hm? Ja. Ich brauche da jetzt auch erstmal was zu trinken. Da hinten ist viel Moos und so tief Wasser jetzt nicht. Ich bin nur unsanft auf der Seite gelandet. Also als Kind bin ich auch von so einer Höhe gesprungen. Da verletzt sich keiner. Also, davon. Nautz, ich bin auf den Kopf gefallen. Bei dir kann auch, ja, und da kann auch nicht viel bei kaputt gehen. Dir geht's gut, ja? Frau Mörder. Ich werde so froh sein, dass ich weiß, dass du schreiben kannst. Das hätte ich jetzt okay, gut. Okay, und wie geht's dem anderen? Der ist nämlich hier vom Turm irgendwie runtergefallen. Ja. Herbst geht's okay. Der braucht sich einfach mal ein bisschen hinsetzen und dann... Okay, solange er sich jetzt nichts gebrochen hat oder so. Gucken wir mal. Gehen wir einfach rüber. Dürfte alles okay sein eigentlich. Gucken wir mal und dann... Soll ich dich tragen? Nee, alles gut. Wird nur ein schöner blauer Fleck. Boah, Alter, diese Stimmen, Alter, dieses Clowns-Gedings. Ja. Kacke ich mir jedes Mal in die Hose, Alter. Ich glaube, ich hab's gerade ausgemacht. Nee, glaube ich nicht. Gott. Ach ja. Und das geht jetzt auf jedem Gelände so? Nee, ich glaube, wir haben, oder haben wir nur, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Auch nicht. Das ein Gelände oder mehrere sind, wo wir durchspielen. Eva! Haben wir mal durch? Klar. Schneller ist nicht gleich besser. Das ist richtig. Manchmal schon. Weiß ich nicht. Wollt ihr dann nur erstmal weglaufen lassen, weil sie weitermachen wollen? Ja. Hey, Brown? Ja, Zuckerschnecke? Müsst ihr mir sagen, rutsch mal ein bisschen auf der Bank. Wieso? Nein, nicht, dass du runterfällst. Du bist so knapp an der Kante gesessen. Okay. Was wurden hier vor 90 Schlaf Minuten gut. Von Visinus gepostet? Wieso? Was denn? Habt ihr es geschafft? Er ist erwacht, umarmt eure Lieben. Wer weiß, wann sie vor euch liegen. Bald werdet ihr es wissen, was es heißt, Schmerz zu spüren. Break 1099, Break 211. Ja, was ist denn das für ein Post, ey? Nein. Was damit? Diesen CCS-Typen. Schon wieder? Mhm. Ich guck mir das mal an. Ja, hab ich gesehen. In der Weekly News, die ist auf einmal jetzt länger geworden. Wahrscheinlich wurde Visinus wieder gehackt und dann... ich hab leider gar leider nicht dabei. Also ich kann hast nur... Eigentlich haben wir am Dubster welche. Adresse? Eigentlich haben wir am Dubster welche. Ein Moment, wartet mal ganz kurz. NSSD... Der ist noch vom Junggesellenabschied. NSSD at gov.es. Nee, LSSD.police. Achso, Police habe ich vergessen.
Jetzt hast du mich selbst verwirrt. Wir haben ein Erste-Hilfe-Set. lsd@police.gov, meine Güte. Ich schon einen Kühlback abgegeben zum Kühlen. Achso. In dem Erste-Hilfe-Kasten müsste doch eins zum Knipsen sein, oder? Ah. 211. Ja, ne? Zwischen, du brauchst nix. Was ist denn? Nee, yep, mir geht das gut raus, die Rechnung. Okay. Was ist denn 211? Bin auf meinen Vieren gelandet wie eine Katze. Eine Katze, eine Jacke. Jacke. Nee, wie eine Katze. Ey, ah, du sahst aus wie Pumuckel. Im StGB ist Paragraph 211. Ich weiß gar nicht, warum die vor mir wegrennen. Ich bin doch ganz niedlich. Das habe ich gesagt, ja, Pumuckel heißt der denn jetzt. Wo siehst du dich? Okay. Perfekt, dann kann ich mir das nämlich später zurückholen. Jo. Wie viele leben eigentlich jetzt noch? Ich lebe noch, ich wurde nicht einer geschnappt. Vier sind raus. Ich habe nur ein Leben, ich sitze noch hier im Gefängnis. Ich bin schon tot. Ja, vier sind raus. Einer ist gefangen. Du musst dich vor mich werfen, dann hätte ich direkt Bescheid gewusst. Ist doch nicht mein Plan. Oha. Bei dem CSS oder was? Oder CCS? Nee, CSS. Ja, können ist immer so eine Sache. Was wollen die jetzt damit sagen, bei Visa News? Ach, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. So. Ja, mach mal. Ja, aber jetzt auch im Moment gerade egal. Die Stadt ist gerade ein bisschen eingeschlafen. Wie viele Teile fehlen eigentlich noch? Eins. Was für eins? Weiß das jemand? Ich glaube, ein Reifenteil oder so. Ja. Nee, wir haben zwei. Hat doch hier die leeren Taschen durchsucht, die da stehen? Ja. Echt? Geht es allen wieder gut? Oder einigermaßen? Ich glaube, soweit. Herbst, wie geht's dir? Ich habe mich nochmal gerade ein bisschen gedehnt, das war eher, glaube ich, der Schock. Okay. Okay. Dann let's go, oder? Jo. Eine Tasche müssen wir noch finden. Wer sucht, wer sie findet, wer drauf tritt, verschwindet. Wow. Dann spielen die in Afrika. Ich stelle mal eben meine leeren Taschen dazu. Und warum kommt Jerome nicht aus dem Haus? Darf Jerome nicht rauskommen zum Spielen? War Jerome unartig? Sorry. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ja, eins fehlt uns noch. Hoppala, ich wollte nicht schubsen. Lauerstein. Habt ihr? Ja. Was denn? Ach, nichts, alles gut. Hä? Nix. Ich wollte nur nicht schubsen. Gut. Ja, gut. Aber damit muss Jerome ja rechnen. Hilfe. Das war kläglich. Hilf mir. Die mögen mich hier drin, die wollen mich gar nicht rausholen. Noch lachst du. Die lassen dich jetzt wirklich hier drin. Werden?
Ich möchte nämlich ich jetzt rauskommen. Ja, super, danke. Naja, schauen wir mal, oder? Oh nein, die fällt da gleich schon, die fällt da gleich irgendwo runter. Ich hab's auch gleich. Der Captain, oder was? Hm. Ist doch kein Jugular in der Nähe, passt doch alles. Das ist heute nicht das erste Mal gewesen. Nichts vor Leute, die vor den Streifenwagen geklettert, Junge. Dein Ernst? Voll schnell gelaufen, einmal klatscht du voll gegen die Fahrradtür. Oh nein, Fuchsi. Fuchs weg, oder was? Mit der Taschenlampe, was ist denn mit... Also... Toll, jetzt haben wir die Taschenlampe verloren. Kann man doch nur einmal benutzen. Was hast du von ich leuchte dem Ding nicht, also Ding in die Fresse nicht verstanden? Wie wär's mit dass wir damit den Fahrer beschützen? Ja, indem du die mit der Taschenlampe auf den leuchtest. Ja, warum und dann mit dem Fahrer abhaust. In der Sekunde, deshalb habe ich das lieber gelassen an der Stelle. Ja, die Taschenlampe noch für den Fahrer haben. Kannst die Scheiße doch so oft benutzen, wie du willst. Da will ja jemand von euch rausgeholt werden. Ja, auch mal raus. Ja, ich. Okay. Kannst du übrigens mit der Taschenlampe die blenden, ne? Meiner nur, dann kann die dich nämlich nicht futtern. Da, da wo die tausende Streifenwagen dort standen und keiner gewusst hat, warum? Ich weiß es nur nicht pro Person oder so. Was denn? Die Taschenlampe darf man nur einmal benutzen. Ja, ja, also eine Person einmal benutzen, richtig? Ich glaube, wenn man die einmal benutzt hat, geht sie kaputt. Achso, also kann nicht wer anders die noch aufnehmen und dann wieder benutzen? Ich glaube, das... Okay. Ist nicht erlaubt, wenn ich es richtig verstanden habe, aber ich weiß es nicht. Hm. Ah, okay. War einer noch hier drin? Komm raus. Achso. Ja, das war wild. Fahrer, komm mit. Ich hab dir mal kurz den Fahrer abgenommen. Dann nimm ihn dir wieder, ich hab keine Taschenlampe. Die Taschenlampe ist kaputt. Ihr könnt ihn nur zweimal nutzen. Ah, oder zweimal. Nur einmal. Einmal oder zweimal? Einmal. Hab die schon benutzt, Hups. Der Fahrer wurde auch schon mal gefangen? Fahrer, lauf! Ja. Ich laufe jetzt irgendjemand mit. wegen Pearson oder was? Wo kommt denn da? Ja, der war ein bisschen vor schon dem Tag bestimmt. Der Christoph zum ersten Mal. Oh mein Gott. Jetzt darf sie dauerhaft rennen, oder was? Mhm. Oder? Ja, weil sie hat doch niemand gesehen. Ich habe so verstanden, sie darf nur rennen, wenn sie jemanden gesehen hat. Oh, ich glaube, wir haben was gefunden. Nee, haben wir nicht. Na toll. Als doch mal eine raus muss, kann er jetzt raus. Ja, okay. Yay. Was kann sein, dass sie jetzt wahrscheinlich dauerhaft rennen kann? Weil gewisse Zeit verstrichen ist oder so. Hab mir die Regeln durchgelesen, ja. Ja, stand es da drin? Weiß ich nicht. Also ich kann mich auch nicht dran erinnern. Oh nein. Irgendwie sind die ganzen Sachen, die da oben drin lang verschwunden. Da liegen nur noch einmal Reifenteile drin. Hm. Hat das einen Auf Sinn? Der Motorhaube liegt auch noch eine Tasche. Hä? Wahrscheinlich hatten sie schon alles, war nur aufgeteilt. Ja, moin. Nee, aber die Tasche lag da vorhin noch, ne? Mhm.
Aber wir sind tot. Ah, jetzt bin ich gläubig. Diese Musik, ey. Verdammt, Zweig. Oh, jetzt ist Olivia dran. Ja, toll. Oh Gott, hoffentlich kommt sie weg. Was? Konnte man hier eigentlich da rennt sie. Haus öffnen oder so? Ja, ich habe keine gefunden. Das Einzige, was ich jetzt nicht kontrolliert habe. Ich glaube, jetzt haben wir alles, oder? Wenn Olivia die letzte Zeit genannt hat, ja. Aber die kontrolliert gerade. Aber da fehlen noch wohl Blechstücke und Teil. Ja, aber es müssen ja drei, vielleicht müssen drei. Mir wurde gesagt, drei Blechstücke und drei Reifenteile. Ist aber jeweils zwei nur. Aber wir hatten doch neun Teile. Ach so. Ja, aber irgendwas haben wir jetzt gewonnen? Weiß es gerade nicht. Sieht gerade, wir hätten alle Teile. Daraufhin habe ich mich vor den Killer gestellt. Damit aus dem Fahrer mitnehmen kann. Wenn die jetzt wissen, wie viele Taschen insgesamt versteckt worden sind und alle mal durchzählen, dann wissen die das. Rein theoretisch fehlt noch ein Blechstück. Das hat doch schon die ganze Zeit gefehlt. In der Theorie. Ich habe auch noch eine Tasche. Ist da noch was drin? Nö. Gut. Ja, dann stell sie doch vorne hin. Okay. Von der die Alien-Shell angerufen. Okay. Okay. Weil kann dir ja mal jemand sagen, dass er schon raus ist? Achso, nö. Okay. Mir geht's mehr, ich meine mehr darum, weil der vorhin fröhlich über die Geländer hinter mir hergeklettert ist. So. Nee, das war nicht erlaubt. Das ist vielleicht... Hast du aber drei, vier Mal gemacht. Ach so. Okay. Das ist ja vorhin auch runtermarschiert, weil sie über das Geländer geklettert ist. Da hinten vielleicht... ist über das Geländer drüber und ist runtergefallen. Vielleicht darfst du es doch. Keine Ahnung. Übrigens, die Taschen haben wir schon verbraucht, die du mir gegeben hast, Braun. Ja, ich weiß, ich hab die benutzt. Ja, warum hast du mir die dann gegeben? Damit ich die nicht schleppen muss. Super, hättest du mir das nicht sagen können? Ich leuchte die fröhlich an. Was machst du? Ich so, naja, benutzen. Nee, ich hab vergessen, dass man die nur einmal benutzen kann. Also gibt noch eine Taschenlampe, die man einmal benutzen kann, oder? Ja. Mhm. Ich bin zu der hin, hab die angeleuchtet und hab gesagt, haha. Voll dumm. Wie
Wie lange bleibt es dann stehen? 15 Sekunden. Oh, wen hat sie denn jetzt? Das Schlauste ist, wenn sie hinter dir her ist und du eh nicht wegkommst, irgendwo ganz weit hinten ins Gelände laufen. Dann muss sie einen komplett lange hochschleppen. Ja, dass sie ja, lange braucht, halt, um dich zurückzuschleppen. Ich war halt verwundet, als ich das zweite Mal weggerannt bin. Das ist der, dass sie halt weit zu schleppen hat. Weil dann können die anderen in der Zeit gemütlich weiter suchen. Du darfst noch eine Runde. Ja. Ja. Ich darf noch. Fehlt immer noch ein Blechstück. Ja, ja. Was soll denn das sein? Kann ich irgendwen befreien? Ja, mich. Dann nehmt alle mit. Komm, Putt, komm. Mich. Oh. Komm, die auch noch, komm. Lauf dem doch direkt entgegen. Ja, wo ist die Fahrerin? Die Fahrerin ist tot, die stirbt jetzt. Die Fahrerin stirbt. Super. Ja, dann ist vorbei. Anscheinend, oder? Die Fahrerin ist jetzt tot, glaube ich. Ja, dann ist sie mal drin. Ja, dass ich mich vorhin davor geworfen habe. Ah, nee, hier ist sie. Ja, anscheinend war sie mal drin, habe ich aber gar nicht mitgekriegt. Auch nicht. Ja, ich bin zwar schon tot, aber nimm mich. Aber wir haben doch das Gelände jetzt locker schon dreimal auf den Kopf gestellt. Ja. Am Ende ist eine Tasche vergessen worden zu verstecken. Das wäre mies. Mhm. Aber das glaube ich nicht. Hallo, Mike. Hallo. Hallo. Hallo, Sie haben so wunderschöne Haare. Ja, danke. Was machst denn du da? Gar nichts. Das ist eine Sitzbank, keine Stehbank. So sehe ich besser. Oh, der hat was gefunden. Oh. Ja, voll viele haben vergessen, die Tasche mitzunehmen. Na gut, aber ich habe jetzt auch 13 Taschen eben gezählt, als der Mörder mich da vorbeigefahren hat. Da bleibe ich nur ein paar Sekunden. Ja, oder halt. Oder sind halt auch leere versteckt worden. Ja, klar, sind leere versteckt worden. Kann ich schon wieder jemanden befreien, oder? Nö. Alle 5, die hier drin sind, sind tot. Wir sind tot? Da kommt sie. Achtung, ja, pass auf den Fahrer auf. Fahrer, komm. Na, geht's gut? Wie lange haben wir denn noch drin von uns? 3. Nee. Das sind 10 Leute gewesen. Krüger, McPhister fehlt. Ja, Krüger. Olivia. Also 3 Leute sechs, mit dem sechs Fahrer. 6 sitzen im Knast. Also sind noch 4 drin. Pearson. Brown. Hallo. Ich hab zuerst Hallo gesagt. Hallo. Oha.
Wo ist die blöde letzte Tasche? Komm, put. Gibt hier irgendwer noch? Immer noch nicht. Nein. Wow. Was? Das hab ich ganz genau gehört. Heißt eigentlich 2, also 211. Hey Freunde. Ja, was heißt denn das? STGB. Noch. 12 ist das. STGB. Was ist STGB? Paragraph 11. Oh, wow. Was denn? Ja, Mord. Wie kommst du da drauf? Wo ist die 2? Zweites Gesetzbuch, wenn du bei uns guckst, BGB 1, StGB 2 und dann Paragraph 11. Ja, worum geht's denn? Um den Weasel News Post, den letzten. Oh, Whistle. Vor allem umarmt eure Lieben, wer weiß, wann sie vor euch liegen. Ja. Können wir mal die Eier lutschen? So, ruhig kommen, kriegt Backpfeife links, rechts, dass ich's gewaschen. Oha, toll, danach haben wir wieder einen Humpelstein. Ja. Ich hoffe nicht. Mach das am besten oben noch ein. Haben wir's? Oha. Yay. Wing, 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 ring. Ja, wir haben gewartet, wir sind zwar tot, aber egal. Yay. Yeah. Rabbelt die Leichen. Ja, es ist okay. Ding, 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 ding. Auf jeden Fall 10 Teile. Wohin rennen die denn jetzt noch? Die gucken, wo das letzte Teil ist. Haben wir verloren? Nein, wir haben gewonnen. Das ist der Moment, wo mich der Killer anschreibt, ob wir sicher sind, dass noch eine Tasche fehlt. Ja, es fehlte noch eine Tasche. Wieso fehlt noch eine Tasche? Also eine leere. Es fehlte noch eine Tasche mit Inhalt. Ein Blechstück hat noch gefehlt. Also ich weiß nicht, ob ihr das als Gewinn zählen wollt oder so. Ihr seid 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute, die tot sind. Ja. Also 60%. Also für Olivia ist es schon ein Gewinn, dass der Killer sie nicht einmal gefangen hat. Ja, ihr habt sie gut abgelenkt, ne? Also ist das so eure Quote oder wieso? Aber für euch bitte, das nächste Mal macht es euch selber auch einfacher. Knüllt euch einfach das sind ja Papiertüten, knüllt euch die einfach zusammen und packt es euch in die Hosentasche. Man braucht es nicht alle hinstellen, weil das führt nachher wieder zu Problemchen, weil ihr nicht wisst, welche Tasche habt ihr was reingepackt. Ja. Nennt mich Ninja. Hallo Ninja. Hallo Ninja. Okay, 7 Leute waren tot. Okay. Ja, nur noch Herbst. 3 plus Fahrer haben überlebt. Krüger und ich haben überlebt. Ja. Also es könnt ihr euch auslegen, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Naja, überlebt, gute Quote. Also, wo ist der Fister? Wo ist Noah? Ich frage mal für einen Freund. Ja, schon gerade da hinten am An der Klippe, ja? Och nö. Achso, nee, der steht hier, der junge Mann. Der mit der Camouflagehose stand da eben noch. Achso, wo ist Noah? Ich ruf den gerade mal an. Ja, der hockt da gerade irgendwo im Büsch und macht hier. Ja, nicht, dass der irgendwo abgesegelt ist. Oder dass der Killer wirklich ihn gekillt hat. Weiß ja nicht. Apropos, wo ist unser Killer? Wo ist der Killer? Ist gerade eben da noch irgendwo gerannt. Da
Da ist er doch. Oh, na, das ist Pearson. Das ist Pearson, das ist wieder ein anderer. Da die Keimelküste. Blaue Haare. Durch bei ihm? Kann mal gucken, unser Kleid fehlt ja auch. Oh nein. Nein. Doch ein Killer hier angekommen. Der vom Notfallteam abgeholt worden und keiner hat's gemerkt. Oh Gott. Okay. Also das Kind denkt. Macht schöner. Also das Killerchen haben wir schon mal gefunden. Nur noch McPhister. Blöde Frage, aber wo ist denn Olivia jetzt hin? Die sind da runtergeraten. Was? Oh Mann. Ich hab keinen Bock, da zu nah dran zu gehen. Olivia! Okay, wir kommen dich abholen, ja? Bis gleich, tschüss. Ja, ist bei Schmuddel. Ei. Okay. Irgendwie ist er, hat er sich irgendwo bei irgendwas vergriffen. Irgendeine Kante war nicht da, wo sie sein sollte und er ist irgendwo runtergesegelt, glaube ich. Oh, scheiße. Oh, Mann. Wir holen den mal ab. Falls ihr noch Taschen habt oder sonst was, irgendwelche Papiertaschen, genau, packt ihr einfach bitte in den Dumpster mit rein. Sind noch Salate, könnt ihr euch gerne was von rausnehmen. Falls noch jemand von euch Tüten in die Tasche geknüllt hat, dürfen die gerne reingelegt werden. Was ist denn der Dumpster? Das ist ein Dumpster. Das ist nicht ein 6x6? Ja, ein Dumpster ist 6x6. Okay. McPhister ist irgendwo runtergesegelt. Taschenlampen hast du zwei? Ich hab keine. Ich hab noch eine, Moment. Kannst du die den... Meine hatte ich schon vorher, die hatte ich ja schon, als ich euch begrüßt habe. Den Cowboy. Achso, du wolltest einfach nur mal huben. Achso. Ja, ja. Ich wollte mal gucken, ob die Hube klappt. Alles gut. Haben wir alle? Ja. Sieht's aus. Ja. Wo war die letzte Tasche? Wir brauchen einen freien Platz, damit Schnorr einsteigen kann. Wir holen ihn gleich bei, wenn wir... Ja, okay. Also wir holen ihn gleich selbst. Brown fährt. Hallo, was ist denn? Alles gut? Ja, wir sind gerade in der Verkehrskontrolle. Habt ihr Dings schon abgeholt? Oh, okay, treffen wir uns um die Ecke vom FD. Um die Ecke vom FD, okay. Alles klar, dann bis gleich. Matti, haben den um die Ecke gebracht? Es hat sich angehört, wie wenn sie heult. Sind die jetzt reingegangen schon? Oh. Er ist bestimmt seine Schwester besuchen. Der Krüger, der drin stand, oder nicht? Hey, jetzt geht mein Handy nicht mehr zu. Ja. Wo sind die denn? Direkt um die Ecke vom FD, hat sie gesagt. Was ist denn direkt um die Ecke? Ja, entweder links rum oder rechts rum. Aber warte mal. Ja, nee, mach erst mal. Ich krieg mein Handy nicht mehr. Links oder rechts? Probier's aus, ich weiß nicht. Sie hat direkt um die Ecke gesagt. Fahr halt erstmal rechts, das ist kürzer. Und dann.
in innere Verkehrskontrolle. Guck, ob sie hier siehst, wenn nicht, dann andere Richtung. Da. Ja, nichts ist in unserem Park. Ich muss. Lass sie stehen. Hier ist kein Parkplatz. Leider fahren. Fahrt mal weiter. Warte nicht hier. Wir treffen uns später im SD. Also dann zum SD. Hallo Herr Percy. Guten Abend. Jetzt sie stehen im Alteverbot. Wir sind schon weg. Kollegen. Wir fahren gleich wieder. Trotz dessen ist es ein Alteverbot. Ja, wir fahren wieder. Das macht es nicht weniger zu einem, ne? Okay, Entschuldigung, wir fahren wieder. Danke. Oh, ich stehe im Alteverbot. Ich versprach's dir nicht mit dem, ne? Ganz ehrlich. Ey, ohne Witz. Scheiß dich doch mal ein, ey. Hör uns, Jungen, wenn du schwatte willst, dann schwatt mit jemand anderem, aber nicht mit mir, ne? Frag da, wo ich will und nicht da, wo du aber möchtest. Aber trotzdem stehen sie mal. Das ist Verbot. Mir doch egal, Jungen, pass uns ab, ich steh gleich aus und gib eine Bauarbeiterstelle. Krieg mein Handy nicht mehr zu, was ist das? Der Opa mit der Diesel. Komm uns mit, Junge, ich zeig dir mal einen richtigen Hasen. Wo ist Klaus?